Herzlich willkommen zurück zu Palia. Vielleicht müssen wir Futter für die bald schlüpfenden Küken besorgen. Wo sollen wir hier oben welche finden? Ja, vielleicht sind wir das Futter, wer weiß. Ich meine, man weiß ja nie. Da war ich jetzt nicht, oder? Das ist nämlich nicht der Wasserfall, den ich jetzt gerade im Kopf habe. Aber ich gehe jetzt trotzdem erstmal hier rum. So, da können wir noch hoch. Dann machen wir das doch erstmal. Das sieht nämlich nicht so aus, ob wir da hoch sollten. Ah, sehr schön. Da findet man dann nämlich immer Sachen, die man. Oder oft Sachen, die man nämlich so nicht finden würde. Was ist denn das da hinten? Komme ich wieder nicht ran, oder? Ah, Leute, macht doch nicht sowas, dass man Interesse bekommt und dann kann man da nicht hin. Moment, hier ist das Wasser. Das ist aber nicht das, wo wir jetzt schon gewesen sind, oder? Aber da gehen wir doch wieder hoch. Doch, Moment, da sind wir doch. Da sind wir doch hochgekommen, meine ich. Wollte gerade sagen, hat der nicht hier gerade noch was angezeigt? Da. Dreimal dran vorbeigelaufen. Hauptsache, ich habe es noch gefunden. Silberschwingenstudie 380. Immer mehr Silberschwingen strömen jeden Tag zur Einrichtung. Sie haben begonnen, ein riesiges Nest um die Aeroströmung-Einrichtung zu bauen. Was zieht sie an? Theorie 1. Sie bevorzugen große Höhen. Ich habe sie nie vom Boden aus gesehen. Theorie 2. Sie bevorzugen die Nähe zur Aeroströmung. Ich habe beobachtet, wie sie Strömungsinsekten in der Nähe ihres Nestes versammeln und das Wachstum ihrer Eier beschleunigen. Okay. Strömungsinsekten. Wo kriege ich die denn jetzt schon wieder her? Theorie 3. Sie bevorzugen die Nähe zu den Cirrostratuswolken in der Einrichtung, die zahlreiche Wolkenellritzen beherbergen. Natürlich haben wir das Nest mit Sensoren ausgestattet, in der Hoffnung, dass wir bald eine Antwort finden. Ja, ich hoffe, dass ich auch mal bald eine Antwort finde. Also da oben bin ich mir sicher, dass ich schon gewesen bin. Mal hier nochmal kurz. Das Problem ist halt, ich weiß auch nicht, wie viele Eier ich überhaupt brauche. Ganz da oben war ich jetzt aber noch nicht, ne? Da bin ich doch dann runtergegangen, oder? War jetzt gerade nicht sicher. Sah jetzt irgendwie so prädestiniert dafür aus, dass hier oben noch was sein könnte, aber offenbar nicht. Schade. Da unten sehe ich auch nichts. Da muss ich ja eigentlich hin. Denke ich mal. Ich weiß es nicht. Also vielleicht muss ich ja auch nicht hin. Ich habe absolut keine Ahnung. Da ist es länger. Oh ja, aber das ist egal. Ich sehe schon. Das ist das Grünzeug. Oh. Und es bringt nichts. Hier ist kein Ei und kein gar nichts. Silberschwingenstudie 125. Die Silberschwingen sind weiterhin eine der faszinierendsten Kreaturen, die wir entdeckt haben. Nach monatelangem Studium wurde klar, dass Silberschwingen vielleicht nie aufhören zu wachsen. Selbst die ausgewachsenen Exemplare, einige werden so groß, dass ich fast versucht wäre, sie zu reiten. Sie sind wirklich faszinierende Kreaturen zum Beobachten. Ich verbrachte meine kurze Mittagspause damit, ihnen zuzusehen, wie sie durch die Cirrostrata um die Einrichtung herumtauchten und Wolkenellritzen fangen.
Ich frage mich, ob ich selbst mit einer Angel einige fangen könnte. Das wäre sicher besser als das Mittagessen, das ich zu Hause eingepackt habe. Hier käme ich dann wieder. Und der Strom geht nach links. Nee, da hinten waren wir ja schon. Da brauchen wir auch gar nicht mehr hin. So, das heißt, wir sind wieder. Wieder an dieser einen Stelle hier. Oh ja, ich liebe es, wenn es verbuggt ist und man nicht hochklettern kann. Da oben waren wir davor. Da waren wir nicht jetzt. Wir sind, glaube ich, jetzt den Weg irgendwie hier in diese Richtung gegangen. Ja, nimm das wieder nicht an. Nee, stimmt gar nicht. Wir sind andersrum gegangen. Aber ich gehe jetzt mal hier rum. Gucken, ob wir hier noch irgendwas... nee, ne? Kam ich dann hier aus? Ja, toll. Jetzt finde ich noch nicht mal mehr das wieder, wo wir gewesen sind, oder was? Von da sind wir doch jetzt rübergekommen, oder? Wenn ich da jetzt rüberfliege und eigentlich falsch bin, dann kriege ich die Krise. Weil ich habe unheimlich lange gebraucht, um hier auszukommen. Nee, da hinten, das war dieses Anfangsding, ne? Finde eine Nahrungsquelle auf der Insel. Na gut, ich soll angeln, aber... Oder muss ich da tatsächlich nochmal zu diesem... Ach, hier oben war sie. Nochmal zu diesem Becken rüber und da angeln. Wobei jetzt die nächste Frage wäre, warum sollte ich das tun? Ja, wobei andererseits, die können natürlich theoretisch auch Fisch fressen. Man weiß es nicht. Angel. Ist alles rot. Mist, wo hat der jetzt gesagt, wo der geangelt hat? Oh, ist nicht euer Ernst jetzt. War das hier? Sie bevorzugen die Nähe zu den Cirrostratus-Wolken in der Einrichtung, die zahlreiche Wolkenerritzen beherbergen. Erritzen waren noch die Fische, oder nicht? Und anscheinend hat er das mit dem Angeln dann doch in dem anderen gesagt. Hier kann ich auch nicht, ne? Hier sind doch keine Wolken direkt in der Nähe. Oder haben die hier ein Fishing gemacht, weil man hier angelt? Ah! Aha! Es sind also nicht nur Portale. Uralte Wolkenerritze. Ja, 4 Stück muss ich jetzt fangen. Okay, dann machen wir das. Wie, es gibt keine... Och, komm.
Willst du mich jetzt veräppeln? Muss ich jetzt den ganzen... Ich muss jetzt von jedem Teich, muss ich jetzt einmal angeln oder was? Oh Gott. Ich weiß doch gar nicht mehr, wie ich zu den anderen komme. Oh, Leute. Ernsthaft. Das finde ich aber nicht gut jetzt. Da hinten war, glaube ich, noch einer, oder? Nee, das ist nur ein... Ist das nur ein Ring oder konnte ich da angeln? Weil ich meine, von da bin ich weggeportet. Hm. Gucken wir mal eben. Ich meine, da wäre Wasser drin gewesen. Wobei, von hier unten sieht es halt eben nicht mehr so aus. Na, och. Warum muss der das immer dann direkt öffnen, wenn ich es nicht will? Ja, ja, genau. Hier ist Wasser drin. Komisch, dass man das von unten nicht sieht. Boah, ich weiß überhaupt nicht mehr. Also das eine war das, wo unten das Vogelnest drin ist. Das weiß ich noch. Aber habe ich drei davon bisher gefunden? Oder... Habe ich mehr gefunden? Ich habe absolut keine Ahnung. Moment, wenn wir jetzt hier reingehen und wieder nach hier porten, dann muss ich... War das der da... Ne, Moment, der da hinten links, da bin ich nicht hingekommen. War da im Original auch ein Teich zum Angeln? Ich bin mir nicht sicher. Oh, das ist doch alles. Moment, war das Ding zum Hochklettern jetzt hier schon? Ah ja, okay. Ich meine... Aber das war das nicht. Hm. Ich habe gerade völlig die Orientierung verloren, ganz ehrlich. Das ist so unübersichtlich hier. Ah, hier, genau. Es wäre auch ganz nett, wenn der Chat hier nicht die ganze Zeit angehen würde. Dann könnte man sich hier auch mal auf die Bilder konzentrieren. Weil mich nervt es nicht, aber... Ja, das sitzt da ganz oben. Aber es lenkt mich halt eben ab. Weil ich versuche mich hier zu konzentrieren und wenn dann immer ständig, so wie jetzt, da wieder was aufgeht. Oh, das ist so nervig doch. Da hinten ist, glaube ich, was zum, zum Angeln, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder auch nicht. Moment. Oder war das da? Nee, das war hier oben, glaube ich. Ja, ja, es war hier. Und da hinten rechts ist auch noch mal was, sehe ich gerade. Da haben wir noch nicht geangelt, meine ich. Aber wie komme ich denn hier geradeaus hoch? Ich weiß nicht, ob ich da stehen bleiben kann. Na? So, theoretischerweise müsste ich... Falls ich das irgendwie hinkriegen sollte. Nein, sie macht es wieder. Oh. Genau in dem Moment, wo ich es gar nicht gebrauchen kann, ne? Komm, lade dich auf. So, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich jetzt hier oben überhaupt schon mal war. Aber irgendwo hier. Ah, genau, da unten. Habe ich gerade noch Wasser gesehen. Aber ich befürchte...
Ja, das ist das war, wo wir schon waren. Naja. Oder? Doch, jetzt hat er es geschrieben. Ja, aber wo soll denn hier sonst noch eins sein? Ich weiß es nicht. Boah. Hier kann man auch nicht sehen. Da ist das Portal. Da bin ich schon mal hochgelaufen. Genau, da war die Schräge. Aber ich meine, da gab es kein Wasser oben. Hier links ist das, wo ich schon geangelt habe. Nee, da gab es kein Wasser oben. Ich meine, ich kann noch mal gucken. Alter. Ich sage also völlig unbegründet. Ich kann es hier auch noch mal probieren, aber hier dürfte... Nee, hier dürfte gar nichts sein. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Gehen wir mal hier hoch. Ja, genau wie ich schon dachte, hier war nämlich gar nichts. Von hier aus kann ich dann nur... Achso, das ist das, wo ich eben rübergesprungen bin. Sein. Ihr wollt mich verarschen, oder? Da unten ist jetzt nicht ernsthaft noch so ein Ding. Komm ich denn da hin? Noch bessere Frage, wie komme ich wieder zurück? Boah. Ach, das ist... Nein, die Drecksäcke. Das ist hinter diesen Dingen, wo man nicht durchkommt. Oh, da kann ich ja noch lange suchen. Okay, zumindest haben wir das dann schon mal. Sehr geil. Sehr, sehr geil. War da noch was in der Ecke? Nee. Aber hier ist auch nichts. Das heißt, man kann tatsächlich nur über diese eine Seite hier rüber. Aber wie komme ich dann jetzt wieder zurück? Nein, oder? Oh, ich bin so blöd. Ich bin so selten blöd. Okay. Also wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich sitze hier nur noch mit dem Kopf am Schütteln. Da habe ich so überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Echt nicht. Oh Gott, das tut mir erstmal weg. Jetzt Moment, hier war die drauf, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wie viel haben wir jetzt eigentlich von den Dingern? 5 immer noch, okay. Ja. Ich habe diese Fische aus einigen Wolken gefangen. Das sind doch keine Wolken. Oh, wollt ihr mich verarschen? Unglaublich, das sind uralte Wolken-Elritzen. Das heißt, dass die heutigen Hundsfische von ihnen abstammen. Ich dachte, sie wären nur Legende. Und doch, hier sind wir. Eine einst ausgestorbene Art, leibhaftig. Wir müssen anfangen zu schreiben. Das wird keiner glauben. Du klingst gerade ein bisschen wie Eloisa. Unsinn. Ich habe einfach Beweise gesehen und meine Ansicht angepasst. Ich habe nicht sofort Gerüchte verbreitet, dass diese Fische einen paradoxen, zeitreisenden Wurm erbrechen können. Das wäre auch ekelhaft.
Wenn sie Beweise für die magischen Fähigkeiten der Silberschwingen finden kann, werde ich meine Sichtweise erneut anpassen. Obwohl ich annehme, dass sie das nicht tun wird. Ich nehme an, ich werde es bald herausfinden. Ich werde mit diesen Fischen zum Nest zurückkehren und dich dort treffen. Also das große Nest nehme ich mal an, ne? Kann ich denn hier auch? Benutze das Sprungtor? Wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt wieder auf dem Hauptteil? Ah ja, sieht so aus. Moment. Da wollte ich jetzt nicht rum. Ja, genau. Ja, sehr geil. Dann haben wir die erste. Finde einen. Wieso kann ich mit denen jetzt plaudern? Ich habe einen. Ach so. Ich habe eine Notiz über die Größen von Silberschwingen gefunden. Wirklich? Was stand da drin? Silberschwingen werden mit der Zeit riesig groß. Hm. Ich habe wohl ein wenig übertrieben, als ich sagte, dass sie alle als Riesen geboren wurden. Dennoch ist es gut zu wissen, dass sie etwas Überdurchschnittliches haben. Außerdem habe ich noch eine Notiz über die Lebensräume von Silberschwingen gefunden. Wirklich? Wo kann ich mehr von ihnen finden? Sie leben normalerweise nur in den höchsten Höhen. In Vulkanen auf dem Mond, genau. Viele gewöhnliche Vögel machen das. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Magie nennen würde. Ich würde sicherlich nicht sagen, dass sie bis ins Weltall fliegen können, was ich in der Vergangenheit getan habe. Glad I was of help. Naja, komm, aber, ne? Und für dich habe ich noch einen Schatz dabei. Hast du was gefunden? Ich habe diese seltsamen Symbole gefunden. Erde, Wind, Feuer und Wasser. Das ist ein ziemlich guter Name für eine Band. Ich frage mich, ob Cheyenne dies kaufen würde. Er mag solche Sachen, nicht wahr? Go out and cause some havoc. Ja. Dann würde ich aber mal glatt sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt die Eier eigentlich hier reinlegen soll. Kann man das hier machen? Nee. Anscheinend nicht. Doch, platziere Ei. Ah, okay. Das waren alle, ne? Ja. Also mehr kann ich im Moment nicht platzieren. Dann würde ich sagen, machen wir hier auf jeden Fall erstmal einen kleinen Cut. Ich habe jetzt schon fast 1,5 Stunden aufgenommen. Ich werde es davor dann auch dementsprechend ein bisschen zurechtcutten. Und dann haben wir aber zumindest in dieser Folge schon mal alles gemacht mit der Nahrungsaufnahme und mit dieser Insel. Und ja, frage Zeki nach dem Ei, das du gefunden hast. Ach Moment, das muss ich... das können wir doch eben schnell machen. Hätte nicht gedacht, dass ich meinen Tag so verbringen würde. Ich habe ein Ei gefunden. Eigentlich habe ich 5 gefunden. Danke, Kind. Ich dachte gerade, ich könnte einen Snack gebrauchen. Es ist für das Nest. Oh, stimmt. Ich wette, mehr davon würden das Ding füllen. Obwohl ich nichts gegen einige Extras hätte. Ich habe Elritzen gesammelt. Möchtest du davon welche haben? Habe ich die jetzt eigentlich noch? Nee, das sind die knorrigen Kais. Warum habe ich den? Achso, den hatte ich aus der Kiste, glaube ich. Leere Truhe. Leere Truhe. Tun wir die mal runter. Ja, dann habe ich ihr anscheinend das Fressen quasi gegeben. Ja, damit habe ich dann aber wirklich... Füge 10 Silberschwingeneier zum Nest hinzu. Oh, ihr könnt mich mal... Ich habe keine Ahnung, wo ich noch welche finden soll. Ich weiß es nicht, aber wir könnten vielleicht mal versuchen, in der nächsten Folge da nach geradeaus rüber zu fliegen. Ich denke eher, dass das zum Ende gehört, aber ich wüsste sonst ehrlich gesagt nicht, wo ich hier noch hin sollte. Deswegen, ja, ich probiere es einfach mal, ob ich da rüber komme. Ansonsten muss ich mir irgendwas anderes ausdenken, keine Ahnung. Erkunde die anderen Insel, um einen Weg zu finden. Ach so, ja, damit meinen die dann aber im Endeffekt doch nur, dass ich die Silberschwingeneier machen muss. Vielleicht muss ich auch nochmal zu den Orten zurückgehen, wo ich die Tore aktivieren kann. Weil 2 waren es ja, glaube ich, die konnte ich nicht aktivieren.
Werden wir dann sehen. Ich mache auf jeden Fall erstmal einen kleinen Cut für heute und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.